Glück auf und willkommen zurück zu Minecraft. Und zwar habe ich jetzt vor, mal ein bisschen, noch ein bisschen te zu terraformen da hinten. Also jetzt nicht so viel, sondern bloß noch ein bisschen den Boden anpassen, dass so Stein raus, da wo kein Stein sein soll. Und erst einmal räume nochmal das Inventar leer von irgendwelchem Zeug, was ich gerade gar nicht brauche. Das hier zum Beispiel. Steintreppen kommt da rein. Das Inventar nochmal ganz kurz sortieren lassen. Dann Cobblestone brauche ich theoretisch auch gerade nicht so viel auf Tasche dabei zu haben. Ein bisschen Erde könnte ich mitnehmen. Das heißt, ein bisschen, ich brauche auch ein bisschen mehr. Dann schalte ich mal ganz kurz die Monster nochmal aus. Weil ich will jetzt hier erstmal durchgehen, da hinten ein bisschen werkeln. Um den Boden da erstmal angepasst zu haben. Denn hier ist ja aktuell noch überall, ne? Überall Dingsbums. Überall noch, na, schon Gras und Erde. Aber hier muss ja noch der ganze Stein raus. Hier ist sogar noch Kohle drin. Warum habe ich denn das damals nicht abgebaut, die Kohle hier. Gut, dann ma machen wir es einfach jetzt. Alter, wie viel Kohle hier schon wieder drin ist, ne? Das ist ein normaler Stein dort hinten. Das ist gut so. Füllen wir es einfach mit Erde auf. Bauen wir eben einfach mal bisschen die Nacht rein. Hier haben wir auch einen größeren Steinareal mit Kohle ebenfalls wieder. Aber schön, dass das noch ein bisschen Kohle ist, die uns quasi geschenkt wird. Immer schön sowas. Das dann nochmal schön weg. Na, wieder ein bisschen Erde hier rein zum Auffüllen. Na, hier wieder eine größere Fläche. Jetzt könnte ich auch mal gucken, wenn wir ja jetzt schon quasi nachts unterwegs sind, wie unsere kleine Gemeinde hier schon aussieht. Also wenn ja, wenn es dunkel ist und die ganzen Laternen überall dann leuchten. Das wäre auch mal schön zu sehen, ne? Ob da, also die Früchte quasi unserer Arbeit. Ach, da ist noch mehr Kohle, what the fuck? Das ist aber schön, dass da auf dem Kohle ist. Wieder ein Stapel voll gemacht. Machen wir einfach noch einen Stapel voll. Alter, wie viel Kohle hier ist. Wieder so ein riesen Flöz, ne? Ein Steinkohleflöz. Ja, aber wird die Erde fast gar nicht reichen, die wir ja dabei haben. Ja, zur Not, ne? Alter, das gibt's nicht. Einmal bupp dich. Und dann noch mal ein bisschen Kohle abbauen. Bevor ich die Kohle dann noch übersehe, ne? Baue ich sie dann lieber doch ab. Aber krass, dass unterhalb unserem Boden hier so viel Kohle ist. Das ist schon so ein Ding, was ja auch krass geworden ist durch die Updates bei Minecraft, dass das, dass man quasi in den Höhlen selber, also außer wenn die so ungefähr auf dieser Höhe hier sind, also hier, ne, so zur Meeresspiegelhöhe, findet man unterirdisch kaum noch Kohle. Also umso tiefer man kommt im Erdboden, umso weniger wirst du auch Kohle finden. Ja, es ist auch wieder so ein Update, so eine Neuerung, wo man sich wirklich fragen muss, wieso.
Irgendwie, damit es wohl schwerer wird, unten sich den Weg auszuleuchten und man dann quasi sich besser vorbereiten muss. Ja, das ist doch schön und gut. Aber irgendwo, ach, ganz ehrlich, das ist wieder mal genauso wie die Einführung von dem Bündel. Du brauchst dafür unbedingt dieses scheiß Kaninchenfell, was du, wenn du hier so bist, da wo ich hier gerade bin, einfach nirgendwo was findest. Weil wenn du eine ältere Welt spielst, musst du erst 1000 Meter weit reisen, um so einen scheiß Karnickel zu finden. Nur um dann feststellen zu müssen, dass du da kaum was reinpacken kannst. Das ist eigentlich viel zu wenig. Das ist für diese spezifischen Anforderungen, die es da gibt. Ja, Mensch, das ist doch eigentlich schon langsam. Kurz niesen, warte mal. Ist doch eigentlich ganz toll, ne? Alter, was? Ich musste kurz niesen, tut mir leid. Unsere große Leuchtfackel da oben. Ja, da muss. Die Dinger müssten, glaube ich, da näher ans Fenster ran, ne? Dann müsste ich aber eventuell dann sogar, wenn man das machen würde, dann den Aufstieg nochmal verlegen irgendwie. Demzufolge, ne? Ist logisch. Theoretisch kann man da sogar noch sowas bauen, wenn man die Laternen ganz außen baut, also so Redstone-Lampen, kann man da sogar so eine Schaltung bauen, wo das dann immer so rundum leuchtet. Aber dann dazu müsste auch allgemein der Leuchtturm größere Maße tragen und nicht so schmal sein. Ich wollte ihn ja ungern so gigantisch haben, sondern schon ein bisschen mehr so. Nicht, ja, halt. Nicht so riesig und fett, sondern lieber ein bisschen die Slim-Variante quasi. Und wir haben keinen Dreck mehr dabei. Das heißt, ich muss mal ganz kurz schön mit Bunny Hopping hier gucken. Hop, hop. Nochmal zurück und nochmal ein paar Stapel holen. Mir ist es halt auch überall jetzt schon hell, ne? Das ist. Und hier müsste dann noch irgendwie was hin. Noch so ein Ding hier. Zieh mir erstmal den Stapel noch leer, also die Kiste noch leer. Und hier ist sogar ein Huhn, krass. Ja, bald kommst du in ein Gehege rein. Dann ist es vorbei mit freiem Herumgelaufen, das verspreche ich dir. So, einmal Dings hier schön zumachen. Und hier müsste noch so ein Wasserloch noch sein. Gut, machen wir hier alles noch schön zu hier. Theoretisch könnte man das als See lassen, aber auch bloß in der Theorie. Wahrscheinlich werde ich einen künstlichen See irgendwann mal anlegen müssen. Aber erst dann, wenn er hier noch ein bisschen irgendwas an Gebäuden steht, dass das alles ein bisschen schon grob fertig ist. Was ich ja auch noch bauen will, ist sowas wie eine Windmühle mit einem kleinen. Gut, dann brauche ich einen Fluss, einen künstlichen, ne? Denn Windmühlen sind ja meistens in der Nähe von so Flüssen, beziehungsweise mit so einem Antriebsrad, was dann im Fluss drin ist. Die wurden ja tatsächlich nicht nur von, also die Mühlen allgemein, nicht nur von Wind angetrieben, sondern ab und zu auch von Wasser. Also indem man irgendwie Flüsse oder Bäche hatte, die das dann bei Strom dann meistens mit Energie versorgt haben.
Ich habe wieder fast alles, was ich geholt habe, an Erde wieder aufgebraucht. Das ist unglaublich. Das ist richtig unglaublich. Allgemein Windmühlen waren damals, ne, also Mühlen, ne, allgemein Mühlen waren eine relativ interessante Technologie damals im Mittelalter gewesen. Vor allem für die damaligen Verhältnisse auch schon ziemlich fortschrittlich auch gewesen. Das Konzept, dass man nur durch Wind oder auch dann durch den Strom des Wassers, der irgendwie sein Korn mahlen konnte, das war damals schon relativ fortschrittlich gewesen. Das muss man mal so sagen, wie es ist. Natürlich aus der heutigen Sicht, ne, dann ist das halt nichts Besonderes. Aber damals warst du schon echt ein krasser Ficker, wenn du das gehabt hast. Oder noch besser, wenn du sowas bauen konntest. Das ist ja noch besser dann. Allgemein so das Bauen im Mittelalter, das ist wirklich was sehr Faszinierendes eigentlich. Wie man ohne riesengroße Kräne und ohne Bagger und ohne alles teilweise ganze Kathedralen gebaut hat. Sowas wie der Kölner Dom. Den gibt es ja auch schon seit Jahrhunderten. Das ist sehr imposant auch. Oder wie ich aus Sachsen komme, der wird auch bestimmt schon mal was vom Dresdner Zwinger gehört haben. Wo damals der Kurfürst unseres Bundeslandes gelebt hat. August der Starke zum Beispiel. Auch das ist ja auch so ein Schloss irgendwie, was angelehnt sein soll an Versailles. Weil der August wollte eben so ein Schloss haben wie der König Ludwig halt, ne? So schön imposant, schön mit Gold verziert und alles. Es ist heute, glaube ich, ein Museum sogar. In unserer heutigen Zeit. Für was, kann ich gerade gar nicht so sagen, aber es ist ein Museum auf jeden Fall. Alter, wie viele Eier hier rumliegen, es ist krass, echt crazy shit. Ach, hier ist es wieder Kohle, Mensch. Wie kann das nur sein, dass hier wieder Kohle ist? Aber anscheinend auch kein riesen Flöz, ne? Ja, okay, doch. Okay, so groß ist es gar nicht. So groß ist es gar nicht. Ich weiß gar nicht, irgendwie... Holz? Warum ist hier Holz? Krass. Ich war, glaube ich, als Kind mal mit meinem Vater in Dresden gewesen. Da haben wir uns das mal angeschaut. Da haben wir extra... Da kannst du theoretisch auch mit dem Auto hinfahren. Sind wir aber nicht. Wir sind damals extra mit der Elbfähre über den Elbfluss wieder hingefahren. Da ist wohl auch so eine Anlegestelle gleich dort. Also hier mit so einem ja, Dampfschiff hier. War eigentlich sehr interessant gewesen, zumal du da auch immer noch so ein Schlossgarten hattest, wie man ihn auch nun wirklich so aus so Mittelalterfilmen oder Barockfilm kennt. Das sieht schon sehr imposant aus. Das muss man mal wirklich so sagen, wie es ist. Ist, falls man mal in Sachsen unterwegs sein sollte, Nähe Dresden, echt mal einen kleinen Blick wert. Kann ich nur so sagen. Da ist auch wieder Kohle, überall Kohle hier. Überall ist ja Kohle, aber kein Eisen. Gut, davon haben wir auch schon genug, ne? Eisen sollte auch schon definitiv erstmal kein Mangel sein. Ein Eisenmangel ist jetzt nichts Positives. Egal, Alter, meine Stimme, egal in welchem Aspekt man das so sieht. Hier könnte man auch noch ein bisschen mehr anebnen, aber das ist alles so Zukunftsmusik. Noch nichts für jetzt. Und alles für später. Hier ist wieder Kohle, Junge. Es ist unglaublich, wie viel Kohle hier ist, ne? Unglaublich. Unglaublich, wie viel Kohle hier ist. Eine Sache, für die übrigens Dresden bekannt geworden ist, ist das Meißner Porzellan.
Und ich glaube, Meißen ist mittlerweile so eine Kreisstadt von Dresden irgendwie geworden. War wohl früher auch mal alles eigenständig gewesen, aber irgendwann, ja, man kennt es halt, dass kleinere Städte und Dörfer sich meistens dann irgendwie einverleibt werden von größeren Städten. Auf jeden Fall ist Meißner Porzellan wohl auch was ziemlich Schönes. Ich selber besitze keins, ne? Aber es ist wohl auch ziemlich teuer gewesen. Man nannte das auch früher das weiße Gold, by the way. Aber wie das, wie der Name irgendwie, das kann ich gerade gar nicht sagen. Ich kann nur spekulieren. Ich wusste das auch, glaube ich, mal. Wenn wir das mal irgendwie mal in der Schule gelernt hatten, warum das so heißt. Ich glaube, das müsste ich googeln. Das kann ich so aus dem Stegreif gar nicht sagen. Ich weiß, es ist ziemlich, wahrscheinlich ziemlich lame, da es immerhin eine Sage ist es ja nicht. Aber halt, dass es ja aus meinem eigenen Bundesland kommt, ich gerade nicht weiß. Ist schon ziemlich lame, ne? Oh, hier ist nochmal Kohle. Aber gar nicht so viel. Auf jeden Fall, wer mal irgendwie in den Genuss, aber wer schon mal das Glück hat, mal an sowas ranzukommen, der kann sich wirklich glücklich schätzen. Bei Meißner ist, glaube ich, auch generell deutschlandweit ziemlich beliebtes Porzellan. Also wer da irgendwie wirklich mal dran kommt, ohne da Unsummen an Geld auszugeben, der hat echt Glück. Ich weiß gar nicht, so ein ganzes Teeservice, das kostet, glaube ich, mehrere hundert Euro oder so, irgendwie sowas. Also Servi heißt, dass man da mehrere Untertassen, ein paar Tassen kriegt. Ja, also, ja, halt für Tee und oder Kaffee halt, ne? Logischerweise, wenn das schon Teeservi heißt. Ich dachte, meine ältere Verwandtschaft dürfte nur noch sowas besitzen. Zwar auch nicht aus erster Hand, aber ich meine doch irgendwie mal so ein Hochzeitsgeschenk. Aber ist das, glaube ich, gewesen. So, ich muss noch mal ein bisschen Erde holen. Ich habe viel zu wenig mitgenommen. Und vor allem wieder ein bisschen Stein ablegen. Ich hab bald keinen Platz mehr. Bald habe ich keinen Platz mehr. Viel zu viel Hühner hier. Zack. Hier habe ich keinen Flammenaspekt drauf, ne? Bloß Schärfe und Plünderung und Schwungkraft und ihr wisst schon, was den Schaden quasi hochboostet. Ich weiß halt nur noch nicht, wo ich dann den Tierhof hinbauen will. Irgendwo vielleicht lieber da zum Meer hin mit Meeresausblick für die dann dort wohnen werden. Erstmal die Fresskiste, da kommt das hier rein, das kommt zum Mob-Drop mit rein. Die Steine, die Kiste dürfte auch voll sein, ne? Die ist gar nicht voll, what the fuck? Jetzt ist sie voll. Der Kies kommt auch wieder mit zum Kies rein, samt dem Müll. Und die Kohle kommt wieder zur Kohle rein. Ach ja, genau, Erde wollte ich holen. Du bist noch relativ leer. Ach ja, das einzelne Holz, warte mal. Du bist Tropenholz. Ja, ob man da Tropenholz hingekommen ist, keine Ahnung. Aber ich würde auch mal sagen, dass die Folge hier vorbei ist. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.